So, hallo und herzlich willkommen zurück. Let's Mobile German. GTA 5 RSPDFR. Und ich habe mir überlegt, wir machen mal unseren YouTube-Charakter sozusagen. Ich möchte aber ganz gerne an einer ganz bestimmten Stelle sein. Und zwar zu diesem PD. Und da fahren wir einfach mal mit unserem neuen RTW. So, das ist unser neuer RTW. Sieht richtig gut aus, finde ich. Die blauen Lichter, genial. Und Pressluft. Oh, wir fahren in die falsche Richtung. Natürlich haben wir auch normales Martinshorn, ne? Das normale E-Horn. Ich habe nur ein Problem. Ich habe mir ein Feuerwehrfahrzeug runtergeladen. Und ach, ich habe jetzt sogar Blinker hier drin. Ja, sehr geil. Okay. Nee, ich habe mir ein Feuerwehrfahrzeug runtergeladen. Ups. Kann ich euch ja gleich nochmal zeigen, wenn wir am PD angekommen sind. Das funktioniert allerdings nicht richtig und da war ein Script mit bei. Das habe ich mir auch mit installiert. Ja, passt mit euch. Und da waren jetzt diese Blinker mit bei und sowas alles. Und ja, hat sich im Endeffekt gelohnt. Ja, wenn ihr natürlich auch noch irgendwelche Modifikationen kennt, gerade hier für die neu erschienene 0.4 RSPDFR, schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, Scripts auszuprobieren, gerade was so Einsatzszenarien etc. Angeht. Und deswegen, ich denke mal, diese Folge wird sich jetzt viel mehr auf den Charakter spezialisieren, den wir erstellen werden. Und zeigen des RTWs hier. Mal von innen. Leider keine funktionierende Tachoanzeige. Und leider auch hier auf Englisch gehalten. Nämlich Meilen statt Kilometern. So, Michael steht natürlich auch wieder da. Wunderbar. So, jetzt zeige ich euch erstmal das Feuerwehrfahrzeug. Was leider nicht ganz funktioniert. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Fire Truck. Das sieht nämlich etwas sehr merkwürdig aus.
Das hat keine richtigen Texturen irgendwie. Also irgendwas ist da beim Installieren schiefgelaufen. Muss ich nochmal probieren. Und da waren halt die Scripts von Blinker und sowas alles mit drin. Also Blaulichter gibt es da auch nicht wirklich. Sieht man zumindest nicht. Eckwarnanrichtung. Ne. Ja. So, jetzt nicht lang schnacken. Rin ins PD. Und ab zum Guten Tag. Charakter auswählen. So, gehen wir mal in den Locker Room. Dann brauchen wir erstmal, wir können uns ja schon mal einen Namen ausdenken, den wir unserem Charakter geben. Police Locker. Nee, Quatsch. Moment. Go off duty. Alles etwas neu. LSPD. Charakter. Switch Character. Da müssen wir das machen. So, das ist hier mein, wie habe ich den genannt? Kevin Parker. Wir createn einen neuen Charakter, männlich. So, dann gucken wir mal. Die Mutter, Emma, naja. Misty sieht etwas, naja, sehr merkwürdig aus. Hannah, sieht ganz okay aus. Audrey, etwas, naja, da hätten sie ein schickeres Bild nehmen können. Jasmine, nice. Ah, Giselle, Amelia, Isabel. Also, wir nehmen jetzt einfach mal die. Und den Vater, der Adrian. Der Adrian sieht eigentlich. No, sieht schon. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir nehmen den Adrian. Nico. Es ist Nico, wie hieß der bei GTA 4? Nico, Balak oder so? Benjamin, Daniel, Joshua, Noah, Andrew, Joan, Alex, Isaac, Ivan, Ethan, Vincent, Angel, Diego, Adrian. Adrian wollten wir nehmen. Ähnlichkeiten immer ein Vater. Ich finde es halt blöd. Die Haut, der sieht vom Gesicht halt schon extrem alt aus. Hautfarbe, machen wir mal, ja, so, ne? Genau. So, Gesichtszüge. Stirn. Können wir da irgendwas? Standard vorstellen, flach. Fein, ach, fein. Ah ja, hier. Ach, das ist die Stirn. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Ja, da sieht er nicht mehr ganz so alt aus. Bisschen böser gucken, jawohl. So, dann gucken wir mal die Augen. Ja, machen wir schon. Ah, ne, das ist zu klein, wenn der blinzelt. So, so ist okay. Die Nase. Ja, so ist in Ordnung. Nasenprofil. Gekrümmt. Kurvig, kurz. Ah, das ist in Ordnung, finde ich. Die Nasenspitze. Hochgebrochen. Nein. Ich würde die eher normal lassen. Die Wangenknochen. Bei einem Mann eher ausstehend. Etwas, ja, so ist in Ordnung, denke ich. Die Wangen selber eingefallen? Nein. Geschwollen? Nein. So. Ist es in Ordnung?
die Lippen. Fett. Nein. Nein. So ist in Ordnung. Der Kiefer. Wie machen wir den Kiefer? Ja, so ist es in Ordnung. So ist er nicht zu fett und nicht zu dünn. Und nicht zu kantig. Kinnprofil. Achso, wunderbar. Die Kinnform. So sieht gut aus. Das finde ich gut. So, dann haben wir die Gesichtszüge schon. Und das Aussehen selbst. Ja, das sieht auch nicht mehr ganz so alt aus. Iro, nee, wir wollen keinen Hipster. Hipster ist auch nicht so. Seitenscheitel, wäre auch eine Möglichkeit. Kurzhaarschnitt. Nee, ich will keinen alten Mann. Nehmen wir mal. Na, was nehmen wir dann mal? Die finde ich cool irgendwie. Nee. So ein dunkles. Ja, so dunkles in Ordnung. Augenbrauen, Büschel. Nee. Federig. Nee. Stachelig. Die sehen gut aus. Zusammengewachsen, genau. Geschwungen. Geschwungen sieht auch gut aus. Dreifachschwung. Aha. Hoher Bogen. Nee. Schütter. Einfachschwung. Gleichmäßig. Modisch. Kleopatra. Oh Gott. Fragend. Verführerisch. Verkniffen. Nein. Nein. Sorglos. Ja, das ist in Ordnung. Gesichtsbehaarung. Ich hätte gerne ein paar Stoppeln, dass der doch ein bisschen älter aussieht. Nee. Wobei, der Bart ist eigentlich schon. Nee. Das sieht aus wie Alarm für Cobra F. Semikerkan. Da hätten wir noch. Da könnten wir noch. Könnten wir noch andere Haare machen. Gibt's den? Das wäre jetzt eher Ben Jäger, nur ohne Bart. Also müssen wir den Bart wegmachen. Beziehungsweise einen 3-Tage-Bart machen. Oder jetzt. Ja, doch. Genau. Nee, irgendwie. Militärstoppeln. Glatt rasiert. Hipster. Seitenscheitel. Die hatten wir. Ja. Die Farbe ist geblieben. Ja, gut. Ja, nee, dann. Der ist gut. Der passt gut. Den lassen wir. Hautunreinheiten. Masern. Genau. Pickel. Nee. Hautunreinheiten. Ausschlag. Nee. Erhitzt. Er ist erhitzt, genau. Pusteln, nee, das ist auch nix. Seite pusteln. Och, du großer Gott, das sieht ja aus. Ringelrötung, Gesichtsausschlag, Nasenbohrer, aha. Pubertät, ja, genau, also in der Pubertät sieht aber schon ganz schön alt dafür aus. Matschauge, aha. Kinnausschlag, Two-Face, T-Zone, fettig, nee, narbig, Aknenarben. Naja, bis. Oh Gott. Alterflechte. Nee. Nee. Hautalterung. Nee. Ich mag den gerne etwas jünger. Stoppelausschlag. Aha. Hitzewallung. Sonnenbrand. Blutunterlaufen. Alkoholikers. Fleckig. Totem. Äderchen. Lädiert. Bleich. Jawohl. Vampir. Gespenstisch. Ne. Hautmale. Engel. Ach du großer Gott. Ach du Scheiße. Unregelmäßig.
Flickentanz über die Brücke. Na. Babypuppe. Kobold. Sonnenverwöhnte. Schönheitsfleck. Reihenweise. Ja, ja, das können wir eigentlich mal lassen. Hautschaden. Uneben. Sandpapier. Ungleichmäßig. Rau. Ledrig. Strukturiert. Grob. Zerklüftet. Na, finde ich alles ekelhaft. Rissig. Ach du Scheiße, das sieht ja aus. Das sieht aus, als wäre das gar nicht seine Haut. Hart. Nee. Augenfarbe. Grün. Smaragd. Hellblau. Zu dem passen eigentlich braune Augen. Hellbraun. Dunkel. Ja, also dunkelbraune Augen passen zu dem. Augen-Make-up. Verrucht. Schwarz. Bronze. Hellgrau. Gott. So ein Hipster. So ein Gothic. Na, das ist auch alles. Och du, was sind das? Kiss my ex. Jawohl. Panda Pussy. Mhm. Die Fledermaus. Scharlachschädel. So sieht also ein Scharlachschädel aus. Alles klar. Serpentine? Nee, oh Gott. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Das können wir nicht machen. Nee. Ein Clown. Ja, genau. Blutige Tränen, das wird natürlich was, ja. Heavy Metal, jawohl. Trauer. Fürst der Finsternis. Rocker. Grufti. Hier haben wir unseren Grufti. Punk. Verwüstet. Schattendämon. Fleischiger Dämon. Gehäuteter Dämon. Leidender Dämon. Och Gott, doch Gott, doch Gott. Nee, mach mal es wieder weg, bitte. Hört es auch immer mal wieder auf. Da. Lippenstift. Ne, brauchen wir auch nicht. Ja, genau. Dann haben wir das. So, wunderbar. Dann sind wir schon fertig. Ich finde, der sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Namen. Ich würde sagen, das ist der Frank. 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 Frank Shopper. Frank Shopper. Den usen wir jetzt. Also den benutzen wir jetzt. Zack, zack, zack. Jetzt sind wir mit dem Frank wahrscheinlich. Genau. In unserem Apartment. So, hallo Frank. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Du bist jetzt auf YouTube. wir gehen mal schauen. Die werden den ganzen Typen jetzt nämlich mal umziehen. Das geht nämlich auch. So, Components. Was haben wir dann hier? Only available for standard character models. Select from available face shield. Achso, was haben wir dann? Ja, genau. Genau, wir ziehen ihm eine. Mein Name ist Olaf und ich liebe Umarmungen. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nix. Wenn dann natürlich jetzt was Interessantes dabei wäre, was LSPD jetzt irgendwie betreffend wäre. Wäre das vielleicht ganz interessant, aber ich sag dazu jetzt nichts, sonst könnte es böse enden. Alles klar. Das sieht aber. Ach guck mal, ja, das ist gut. Das könnte man als fürs FIB benutzen zum Beispiel. Ja, das ist gut. Machen wir uns mal einen FIB-Typen. Das sind bloß die Haare, ne? Ja. Nee. Was ist das? Ich nix sehen. Handschuh. Ja, nee. Da hat er keine Arme. Das bringt uns nichts.
Lower Body Model. Und das ist die Hose. Da, ja, es könnte auch interessant werden. Ich möchte bloß die Hose sehen. Sowas zum Beispiel in Schwarz, wenn es das gibt. Also tarnfarbenmäßig, nee. Nee, gibt es nicht in Schwarz. Ups. Oder so, auch gut. Nee. Was gibt's denn da? Wir erstellen jetzt mal so eine Art SEK. Da hätte ich. Ja! Das ist toll. Da fehlen uns Füße. Nee, das bringt nichts. Nee. Oder sowas natürlich. Aber da gibt's nichts anderes. Einfach sowas. Was macht er dann da hinten? Achso, nee, braucht man nicht. Was ist das? Jetzt habe ich nicht gelesen. Available Bags brauchen wir eigentlich nicht. Bitte. Ja, alles klar. Flip einfach aus. Nee, braucht man nicht. Feeds. Wäre halt interessant, wenn man sie auch sehen würde. Da brauchen wir natürlich jetzt gute Stiefel. Flipflops am besten halt. So Art Sicherheit. Ja, hier sowas. Sowas ist gut. Das lassen wir. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was das ist. Aber das scheint schon das Richtige zu sein. Genau. Holster. Holster. Nur leider irgendwie. Ohne Waffe. Da ist eine Waffe mit drin. Das wäre schon. Ja, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Wunderbar. Oder was haben wir noch für welche? Gescheites. Nee, nicht wirklich. Aha, oh je. Genau. Nee, nimm mal. Sechs hatten wir. Genau. Die sechs hatten wir. So, was ist das? Zusätzlicher Holster. Nur blöd, dass das alles ein bisschen rumbackt. Das backt alles rum. Das passt alles nicht so überein. Das machen wir wieder weg. Ich meine, da reicht ja der. Eine. Ah ja. Police. Sheriff. FIB. Schade, ich dachte, da hätten wir vielleicht wenigstens. Ah, hier, Polizei. Jawohl. Perfekt. Ist es dann auch hintenrum? Ja, perfekt. Ja, nee, da brauchen wir eigentlich nichts. Irgendwas Bestimmtes? Nee. T-Shirts. Nee, das sind Jacken. Oben drüber. Nee. Packt alles rum. Passt alles nicht. Gut. Props.
ist cool. Sheriff. FIB. Mit Richtung. Oh, kannst du mal aufhören? Danke. Nee. Das ist eine deutsche Polizeimütze. Na wunderbar. Sehr schön. Vielleicht was Unauffälliges. Es gibt schon lustige Dinge hier drin, muss ich schon sagen. Mütze lassen wir mal weg. Jetzt suchen wir uns noch eine coole Sonnenbrille aus. Die ist eigentlich ganz cool. Ohrringe, jawohl. Nee, lassen wir mal so, wie es ist. Uhren. Uhren finde ich wichtig. Die ist cool. So, und... Ah, ne. Armbänder will ich nicht. So. On duty. Safe. On duty. Last off duty or on duty. Achso. Safe current outfit on duty. Outfit saved. Perfekt. So. Jetzt haben wir uns schon mal ein Outfit für die Arbeit gemacht. So, jetzt sind wir quasi zivil. Noch nicht on duty, aber zivil. Unser Frank. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mit dem Öppis hier IAA auf Streife fahren. Oder zumindest FIB, FBI. Ja, wenn euch das etwas länger gewordene Video, das Erstellen unseres Charakters gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Einen Daumen nach oben, ein Abo nicht vergessen. Und jo, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss und bye bye.